Hey Leute, ich bin's, Make vom Kanal GameCorp. Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Deluxe Online. Ja, wie ich bereits im letzten Part oder im ersten Part schon gesagt habe, könnt ihr mir gerne Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Die werde ich dann in den Parts behandeln, werde eure Kommentare einblenden. Also ihr habt nichts zu verlieren und ich habe was, worüber ich reden kann. Dieses Mal habe ich leider nichts, worüber ich reden kann mit euch. Deswegen spielen wir einfach ein bisschen Mario Kart, ne? Ich hatte ja im ersten Part schon Rosalina. Wie wär's, wenn wir im Part hier jetzt mal einen neuen Charakter nehmen? Wie wär's mit König Wuhu? Den würde ich ganz gern spielen im... Mercedes? Ne, in dem Ding. Das sieht nice aus. Lila Reifen. Sehr schön. Und... den Wario-Gleiter. Gut, also wir sehen uns beim ersten Rennen jetzt, ne? So, Leute. Gut, die große Drachenmauer. Mit Buhu. So, das war okay, Start. Ja, Leute, mir ist doch noch was eingefallen, womit ich, worüber ich mit euch reden wollen würde. Und zwar... oh, das... ich bin 200 CCM gerade gewöhnt, weil ich ziemlich viel Time Trials gerade spiele. Aber naja, auch okay. So, dann gehen wir mal hier rüber. Sehr schön. Oh wow. So, gut. Was war es eigentlich, was ich hier mit euch jetzt noch bereden wollte? Bin mir gerade nicht sicher. Also ich meine, in ein paar Tagen ist der... dieses eine Event für ARMS. Da der ARMS... Global Test Punch, glaube ich, heißt es. Wenn ich mich nicht täusche. Und ja, das werde ich auf jeden Fall mal aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich an allen Tagen aufnehmen werde, aber das müsste Samstag oder Sonntag sein. Wo das erste Mal das stattfindet. Oh, das wollte ich eigentlich behalten. Ein bisschen Sicherheit ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, und das werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Hab da zwar noch keine Rückmeldung gekriegt, wie ihr das findet. Aber hey, ich meine, anscheinend haben ja eh nicht viele den ersten Part gesehen. Ich weiß gar nicht warum. Mario Kart ist doch eigentlich beliebt. So generell. Mario Kart 8 kam ganz gut an. Mario Kart 8 Deluxe, warum sollte das nicht gut ankommen? Oh wow. Oh, der hat verfehlt. Nice. Gut, letzte Runde. Vielleicht kann ich meinen ersten Platz verteidigen. Das wäre natürlich super nice. Scheint sogar der Fall zu sein, wenn ich jetzt keine groben Fehler mache. Irgendwie kommt mir das sehr langsam vor. Irgendwie kommt mir das alles sehr langsam vor, auch wenn das 150 sein müsste. 150 CCM. Aber ich bin halt echt 200 CCM gewohnt. So in letzter Zeit habe ich das halt echt oft. Ja, genau! Achtung, jetzt kommt noch einer von hinten und ich werde Dritter. Nö. Also Zweiter ist sicher. Ah. Oh Gott. Super nice, aber mir ist nicht eingefallen, über was ich eigentlich reden wollte. Die Rennen gehen alle zu kurz. Gut, Leute, aber ich würde sagen, vielleicht fällt es mir ja in der Phase zwischen den beiden Rennen jetzt ein. Wir sehen uns auf jeden Fall... oh nein, ich will es nicht... wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rennen... ja, Leute, nicht ganz das, was ich eigentlich sagen wollte, aber lasst uns mal ein bisschen über Zelda Breath of the Wild reden, ja? Das ist ja gestern zu Ende gegangen, falls ihr es nicht gesehen habt. Könnt ihr es euch gerne anschauen, es war ziemlich episch. Und da werdet ihr auch meine längeren ja, Gedanken zu dem Spiel finden, falls es euch interessiert. Aber das Spiel ist ja noch lange nicht vorbei anscheinend, ne? Anscheinend kommt ja diesen Sommer, was ja bald ist, DLC und dann im Winter Story-DLC. Und da bin ich wirklich gehypt und ich würde mich gerne, ich würde mir das gerne anschauen mit euch zusammen. Frage ist, seid ihr dann dabei? Würdet ihr das, der hatte keine Bombe, würdet ihr das schauen, wenn ich den Story-DLC bringe? Das ist eine Frage. An euch. Bitte in die Kommentare schreiben, falls ihr da irgendeine Meinung zu habt. Generell zu allem, was ich gesagt habe, so die Folge überhaupt.
Und ja, das soll ja, also das erste DLC-Pack soll ja, keine Ahnung, so eine komische Challenge sein irgendwie. Und das zweite DLC-Pack ist halt Story und neuer Dungeon und so weiter, irgendwie sowas. Und da bin ich eigentlich ziemlich hyped, weil die Dungeons, die waren ja alle nicht so der Burner. Aber die Story war, die war ziemlich nice. Und ich hoffe, dass das irgendwie irgendwas anderes ist dann noch. Also quasi, dass das ein bisschen die Lücken füllt, die die Story für mich aufgeworfen hat. Quasi. So. Der Wario in diesem Beetle Card, der regt mich echt auf. So. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da eure Gedanken in die Kommentare lassen könntet. So. Oh shit. Okay, ein Pilz, letzte Kurve. Könnte nice werden. Wird es aber nicht, weil der vor mir hatte auch einen Pilz. Warum kriege ich kein Item? Was, wenn jetzt eine rote gekommen wäre? Ich wäre voll gefickt gewesen. Naja, dritter ist okay. So, jetzt muss ich mir noch was richtig, richtig aus den hintersten Ecken meines Gehirns kratzen. Damit ich noch ein Thema für das nächste Rennen habe. So, Leute, ich hatte ein paar Probleme, ein Match zu finden. Irgendwie ging die Internetverbindung gerade nicht. Und jetzt haben wir ein Match mit vier Leuten. Naja, wenn sie meinen. Wenn sie wirklich meinen. Ich hatte sogar ein Thema. Ich habe mir sogar eins ausgedacht. Und ich war auch fast in einem Rennen drin. Und dann, ist es mir wieder entfallen, das Thema. Ja. Was wollte ich denn sagen? Bin mir gerade nicht sicher, was ich sagen wollte. Fuck. Ja gut. Jetzt kann ich ja eigentlich einfach nur noch spielen und kommentieren, was so passiert. So. Ich weiß nur, dass der eine Japaner mega ablaggt. So, jetzt muss ich. Mann, Alter. Mit vier Leuten ist echt nicht cool. Mit vier Leuten ist echt nicht cool. Wow. Naja, gut, aber das ist auch eine Seite von Mario Kart 8 Deluxe, die ich nicht so mag, dass eben die Internetverbindung irgendwie manchmal einfach weg ist. Einfach weg. So, was kriege ich? Wow, eine grüne. Na dann. Wenn sie meinen. So. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Warum wirfst du die nach hinten, du Vollidiot? Matthew, bitte. Bitte. Ach so, ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Verdammt. So, folgendes. Ich wollte euch fragen, ob ihr, ich habe ja Puyo Puyo Tetris mal gezeigt in so einem Let's Show. Matthew, du kleiner Hurensohn. Dritter wäre ja nicht mal schlecht eigentlich. Oh, drei Pilze, nice. Hat der aber auch. Ja, nice. Gut, dann sag ich das, was ich vorhatte zu sagen im nächsten Rennen. Hoffentlich sind wir mal mehr als vier. Dann wäre Dritter nämlich nicht schlecht. So, zu 11 geht's jetzt ins nächste Rennen und das letzte Rennen auch in diesem Part. Und jetzt werde ich über das Thema reden, über das ich letztes Rennen schon reden wollte, aber es mir nicht eingefallen ist. So, ich habe ja vor einiger Zeit ein Let's Show zu Puyo Puyo Tetris gemacht. Und das kam okay an, denke ich. Also es hat ganz, ganz okay Views gekriegt. Deswegen überlege ich mir, so Let's Shows zu jedem, zu jeder Demo zu machen, die für die Nintendo Switch rauskommen. Also natürlich nur von Spielen, die mich persönlich auch interessieren. Und da wäre halt jetzt momentan Disgaea 5 ein ziemlich starker Contester für dieses Format, was ich vorhabe.
Und ja, da würde ich mal fragen, so hey, habt ihr Interesse an Disgaea 5? Also an einem Let's Show zu Disgaea 5? Und wenn ja, dann mache ich das. Wenn nicht, dann mache ich es trotzdem wahrscheinlich. Aber es ist gut, immer Bestätigung zu haben. Das Bestätigung ist toll. Und ja, dann machen wir das so von jetzt an, dass ich eben Demos für die Nintendo Switch ein bisschen mache, weil nicht jeder hat gerade eine Nintendo Switch. Und ich denke, das ist dann ganz gut, wenn man Spiele für die Nintendo Switch ein bisschen vorstellt. Na, ja, denke ich auch. Und deswegen mache ich das. Und ich hoffe, ihr seid da on board with. Ja, so habe ich mir das vorgestellt, dass ich dieses Thema rüberbringe. So, falls ihr irgendwelche Meinungen dazu habt, könnt ihr sie ja gerne in die Kommentare schreiben. Und wir sind Erster in der letzten Runde. Das heißt so viel wie, wir werden am Ende dieser Runde so hart penetriert, dass ich wahrscheinlich Vierter werde oder so. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert, aber es passiert 100 Pro. Also ich meine, gegen eine Blue Shell habe ich ja die Superhupe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles nicht so laufen wird, wie ich mir das vorstelle. So. Oder doch? Oder doch? Oder doch? Oder doch? Ha. Oder doch? Alles klar. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war einfach ein richtig easy Rennen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also vergesst nicht, eure Themenvorschläge in die Kommentare zu schreiben. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr es wollt. Also, bis dann und ciao.